Hey ho Leute und willkommen zu diesem kleinen Info. Und zwar möchte ich euch mal ganz kurz erklären, warum jetzt die letzten Tage keine Videos kamen, warum es vielleicht in den nächsten Tagen noch ein paar weniger Videos geben wird. So diese Sachen halt. Ich persönlich hatte jetzt vor kurzem mal angefangen, WoW Classic zu spielen. Hat auch die ersten paar Tage halt richtig fett gemacht, das ist aber die ersten 2 Wochen. Jetzt ist das Abo wieder abgelaufen, das ist auch nicht verlängern. Und habe auch in der Zeit dann halt gedacht, so machst du ein paar WoW-Videos oder so. Dachte ich mir, nee, das mache ich nur für mich selbst. Und vor allen Dingen war ich auch die letzten Wochen krank. Und habe dann auch wenig bis gar keine Lust gehabt, Videos zu produzieren. Hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich keinen Bock drauf habe, für euch Videos zu machen, sondern wenn ich nicht die Lust und Laune habe, merkt man das in Videos sehr. Und ich habe dann auch wenig Lust, mir das Video dann zum Beispiel selbst nochmal anzugucken oder so. Also anders ausgedrückt, ich selbst würde mir keine Videos angucken von jemandem, der keine Lust hat, ein Video zu produzieren. Heißt im Klartext auch für mich, so der Umkehrschluss, wenn ich so etwas nicht angucken würde, möchte ich auch sowas nicht produzieren, weil das ist halt dann so, was sozusagen Doppelmoral. Weil ich möchte, dass jemand anders etwas nicht macht und macht es dann aber selber. Das ist halt No-Go für mich. Wir haben jetzt vor kurzem TTT aufgenommen. Da habe ich auch noch 3 Folgen gehabt, habe sie hochgeladen gehabt auf YouTube. Die waren dann so grauselig, dass ich mir gesagt habe, nee, die muss ich wieder löschen, das geht einfach nicht. Habe ich jetzt heute, vor, sagen wir mal, einer Stunde, wo ich das erste Mal dann hier versucht habe, sie wieder aufzunehmen, ist jetzt hier 3:15. Und ich habe mir dann so gedacht, ah, jetzt lösche ich mal das hier, weil ich das Video jetzt hier gerade schon ein paar Mal gehabt habe und wollte dann in den Papierkorb reingucken und dachte mir so, oh, hier sind noch TTT-Rohdateien und 2 Dateien von Code Vein. Und ich habe jetzt noch nicht geguckt, aber es könnte sein sogar, dass ich die 2 Dateien von Code Vein, die ich hier als Rohdatei noch habe, vergessen habe hochzuladen oder sonst irgendwas, weil wäre schon ziemlich blöd. Und ja, ich hoffe, dass ich jetzt beim Rendern halt die drei wie TTT-Dateien nochmal retten kann. Und wenn ich die hochlade, habt ihr nochmal für 6 Tage sozusagen Videos. Also innerhalb der nächsten 6 Tage. Und es dürfte uns dann ein bisschen Freiraum geben für Aufnahmen, für zukünftige Aufnahmen von TTT. Und wir haben in den letzten Wochen nicht so viel aufnehmen können. Erstmal beim Ralf, die Familie krank, also Kinder, Frau, er selbst. Das kennt jeder, wer krank ist, möchte nicht am PC sitzen und sich da irgendwo zu irgendwas quälen, mache ich auch nicht. Das ist doch das, warum ich die letzten Wochen nicht so viel aufgenommen habe. Wenn ich krank bin, möchte ich halt auch nicht aufnehmen. Und ja, das war es jetzt so zu aufnehmen. Ja, auch gucken, dass ich jetzt ein paar Dinge, was so auf einer Qualität ist, wieder ein bisschen verbessern kann, dass sich das lohnt. Weniger Bildaussetzer bei TDT. Die Qualität ist immer noch oben halt bei allen anderen Spielen. Und was mir halt sehr wichtig ist, um es auch mal so nebenbei zu sagen, habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Mann. Ja doch, jetzt weiß ich wieder. Was sehr wichtig ist, was ich auch ansprechen muss, ist, ich wurde in den Kommentaren gefragt unter einem TDT-Video, kann ich TDT mitspielen? Die generelle Aussage ist erst einmal nein. Nicht auf dem Server vom Ralf. Da gibt es nämlich das Problem, dieser Server ist bei ihm zu Hause physisch vorhanden. Das ist keiner von Nitrado irgendwo gehostet, wo man sagen kann, yo, das juckt uns nicht, wenn das Ding dann mal von Nitrado irgendwo gehackt wird. Weil dann sagen wir zu Nitrado, ey Jungs, das Ding ist gehackt worden, kümmert euch drum. Das ist aber halt einer, der ist wirklich bei ihm zu Hause. Und da können wir uns nicht hinstellen und sagen, ja, hier, Nitrado, kümmere dich mal. Es ist einfach zu riskant. Da sind wichtige Daten drauf, da ist eine NAS mit drangehängt. Also die Aussage dazu ist, nein, das ist nicht möglich. Mitspielen könnt ihr, wenn ich zum Beispiel mal TTT hoste, das wäre möglich. Oh, Verzeihung. Ich hab zum Glück geschafft, mich zu muten. Ja. So, ja. Persönlich wird es dann jetzt für mich so sein. Demnächst kommen wieder ein paar Folgen TTT. Wenn wir das schaffen mit Vorproduzieren. Ansonsten muss ich halt mal gucken, dass ich so ein paar Sachen selbst noch
aufnehmen, vielleicht ein bisschen, ja, wie heißt ein bisschen TFT, aber TFT ist halt zurzeit bei mir komplett raus. Und das war jetzt zu schnell. Für die Weihnachtszeit herum hatte ich ja geplant, dass ich The Walking Dead aufnehme. Kann euch das sagen? Ich habe bei Steam und im Epic Launcher alle Staffeln, also alle Seasons von The Walking Dead. Also von dem Telltale Game, ne? Also nicht die Serie, sondern das Telltale Game davon. Ich werde das aufnehmen und die Folgen werden so ablaufen, dass eine Folge ein Kapitel ist. Weil wenn ich alle 15 Minuten oder alle halbe Stunde einen Cut machen würde und eine neue Folge anfangen würde, das geht einfach nicht. Das klingt jetzt blöd, wenn ich das sage, aber dann wäre das Let's Play wahrscheinlich 500 Folgen lang, ich übertreibe mal, wenn ich irgendwo mich brassig anstelle und eine Viertelstunde nacheinander immer wieder an einem und demselben Problem scheitern würde. Also, nein, das wird so nicht ablaufen. Und ja, ansonsten läuft dann halt weiter, sobald ich wieder was habe, TTT. Vielleicht mal zwischendurch halt noch ein bisschen TFT oder normal League of Legends. Vielleicht mal, was ich euch aber nicht versprechen kann, vielleicht mal ein, zwei Folgen Call of Duty von dem neuen, weil das suchte ich jetzt zurzeit ein bisschen. Aber da kann ich euch definitiv sagen, ich bin kein guter Spieler und wenn ich scheiße spiele, möchte ich es eigentlich auch niemandem zeigen, weil das ist dann mir persönlich auch peinlich und nee. Einfache Aussage ist einfach, nee, will ich nicht zeigen. Also eher nicht, ne? Gut, dann denke ich mal, habe ich jetzt alles so erwischt, was ich sagen wollte. Wenn ihr selbst noch Fragen habt zu irgendwelchen Sachen, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare stellen. Ich gehe dann auch gerne in den Kommentaren darauf ein. Und wie gesagt, ihr braucht euch keine Angst haben. Es kommen definitiv noch weiterhin Folgen zu spielen. Also TTT auf jeden Fall. Streaming wird auch dann weitergeführt, wenn es mir dann wieder besser geht. Und ich am Stück auch reden kann, weil ich habe jetzt zwischendurch, das ist jetzt glaube ich der vierte oder fünfte Versuch, wo ich das Video versuche, so kurz wie möglich zu halten. Wenn mir dann zwischendrin die Stimme versagt, so wie jetzt schon fast, dann möchte ich das einfach nicht benutzen, sondern dann wird das Video einfach weggeworfen. Und ja, das wird schon noch. Gut, dann würde ich aber erstmal sagen, danke für eure Aufmerksamkeit. Immer nicht vergessen, ein Abo dazulassen, wenn ihr weitere Folgen von hier oder so nicht verpassen wollt. Und ja, wir sehen uns dann einfach, wenn ich dann wieder Folgen geladen habe. Oder halt mal bei dem Livestream auf YouTube. Falls ich nicht doch wieder auf Twitch umsteigen sollte. Aber YouTube und Twitch ist zurzeit beides schwierig. Bei YouTube geht der Chatbot, den ich besitze, nicht. Und heißt, Twitch ist so ein bisschen, man hat zwar mehr Freiheiten, weil man kann auch Copyright und Musik und sowas im Hintergrund abspielen bei denen. Aber da gibt es auch Richtlinien, wo ich sage, ich mag Twitch genau wegen diesen Richtlinien nicht. Halt einfach Mist. Na gut, okay, dann möchte ich mal aufhören, jetzt hier rumzujammern, dass ich krank bin oder sonst irgendwas. Ja, bis zum nächsten Video. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.